Ja, für mich ist sehr schwierig, irgendwas zu sehen. Weiß ich. Ich seh nix, ich seh nix! Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute mit einem komplett neuen Farmspot. Ihr kennt ja noch den alten Farmspot im unfruchtbaren Land beim Feldsturz, stellt es vermutet den Hinterhalt. Super für Kulpa, super für Gold, super für Module, super für die Codebrecher, für die Tresore. Und dieser neue Farmspot ist extrem krass für Level. Ich habe das eben einmal als Test gemacht, habe ich ein ganzes Level bekommen, von Level 32 auf 33. Und extrem gut für Gold. Und wo ihr da hin müsst, ist Schlucht der Weißen Nächte. Am besten auf Privat, das werde ich gleich noch umstellen. Schwierigkeitsstufe schwer, aber wenn ihr erst auf Normal seid, dann geht natürlich auch Normal. Und dann in der Versandbasis die Mission Außenbezirke der Festung. Für alle, die nicht wissen, wie man die Map auf Privat stellt, dafür geht ihr einfach in Albion auf die Map und sagt hier Privat. Einfach einmal draufklicken, dann könnt ihr hier hinspawnen und dann ist die Map auf Privat. Ganz wichtig ist für die Mission, dass ihr einen Charakter habt, der sehr großen AOE-Damage macht. Das werdet ihr gleich sehen, weil da unendlich viele Gegner sein werden. Deswegen Bunny zum Beispiel natürlich ganz gut mit dem AOE-Damage. Aber es wird natürlich auch irgendwie ein Raketenwerfer oder irgendwie sowas gehen. Aber ganz wichtig, dass ihr im Hinterkopf habt, ey, ihr braucht ganz, ganz krassen und guten AOE-Clear. So, dann gehen wir hier einmal zur Mission und dann aktivieren wir alle vier von diesen Feldern. A, B, C und natürlich auch D. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr euch einen Spot suchen, relativ abseits von der Mission, wo ihr nicht attackt werdet. Ich werde euch gleich zeigen, wo ich mich hinstelle. Und dann heißt es einfach warten. Ja, seht oben in der Mitte einen Timer von knapp 10 Minuten. Und den werden wir komplett abwarten. Also nicht komplett. Das wäre ein bisschen zu krass. Wir warten ungefähr so 4 bis 5 Minuten. Ich gehe immer los, wenn gerade so die 6 Minuten durch sind. Also wenn gerade bei Zeitlimit 6 Minuten und dann auf 5 überschlägt. Und ja, ich stelle mich hier unten hin. Hier unten ist so ein kleine Passage. Und was ihr da macht, ist im Prinzip jetzt einfach warten. Weil das Krasse an der Mission ist, dass sie jetzt 4 Minuten lang, beziehungsweise 5 Minuten lang, die ganze Zeit Gegner spawnen an diesen 4 Feldern. Und ihr die dann alle später abfarmen könnt. Und das ist vom Spawn her und vom Aufwand her am krassesten von allem, weil alles extrem zentral ist. Und mit, ihr werdet es gleich sehen, mit Bunny wird alles auch auf einmal gekillt. Ganz wichtig für alle PlayStation, PC, Xbox-Spieler, für alle Spieler, es wird extrem laggy. Also egal, ob ihr einen NASA-PC habt oder auf der PlayStation seid, da sind gleich so viele Gegner, dass es so krass laggt, dass man teilweise nur ein FPS pro Sekunde hat. Das ist dann auch ein bisschen schwer zu überleben. Ich hoffe, dass ich es hier für die Aufnahme schaffe, nicht zu sterben, um euch das perfekt zeigen zu können, weil das ist schon ein sehr witziges Happening und alleine dafür schon sehr cool. Ja, ich würde sagen, ich überspringe jetzt einmal die Zeit für euch und dann sehen wir uns gleich bei 5 Minuten irgendwas wieder. So, die 6 Minuten sind durch und jetzt gehen wir mal gucken. Und jetzt passt auf, wie doll es leckt. Und jetzt geht's einfach rein da in die Masse. Ich hoffe, ich überlebe. Ja, für mich ist sehr schwierig, irgendwas zu sehen. Weiß ich. Ich seh nix, ich seh nix. Level up. Und ja, das war die ganze Show. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen. Ja, und so funktioniert das. Was soll ich dazu noch sagen? Mehr ist es nicht. Jetzt werde ich natürlich noch schauen, alles einsammeln und dann schauen, wie viel bei rumgekommen ist. Und dann kann man im Prinzip die Mission wieder abbrechen und direkt neu starten. Was mir auch krass auffällt, ist, dass sobald man das hier gemacht hat, irgendwie das Spiel so extrem hier am Laggen ist. Ich muss dann immer einmal zurück nach Albion und, weiß ich nicht, mal kurz runterfahren. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist nicht so ratsam so für die Konsole und den PC. Ich sammle jetzt hier noch eben schon alles ein. Dann gucken wir mal, wie viel dabei tatsächlich rumgekommen ist. Ich habe auf jeden Fall gehört und gesehen, dass ein Level dabei rumgekommen ist. Das ist schon mal sehr cool. Und jetzt müsste ich eigentlich, so gut es geht, das allermeiste, oh guck mal hier, eingesammelt haben. Und dann können wir uns vielleicht mal angucken. Es ist immer noch extrem am Längen, ne? Also, ich muss jetzt einmal nach Albion und dann sieht man noch. So, ich werde jetzt einmal die Mission abbrechen. Und dann schauen wir mal in die Missionsergebnisse rein.
über 10.000 Kulpa, über 200.000 Gold. Ja, ganz viele Items natürlich, ganz viele Module natürlich, ein Level bekommen und ja, das ist der Farmslot. Macht's gerne nach in Schlucht der Weißen Nächte. Die Mission heißt Außenbezirke der Festung. Wird nicht mein Favorite Farmspot werden für die Zukunft, da bin ich mir sicher. Also, ich mache das jetzt hier einmal fürs Video und das ist auch ganz witzig, aber ich glaube nicht, dass ich in Zukunft hier jetzt eine Stunde verbringen werde und das hier mehrmals hintereinander machen werde. Aber schreibt mir gerne eure Meinung unter in die Kommentare. Werdet ihr das vielleicht mal ausprobieren? Ausprobieren auf jeden Fall, weil ist schon ganz witzig. Aber wird das vielleicht eure neue Farming-Route, euer neuer Farming-Spot? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Der Ultimate Bunny-Build läuft auf Hochtouren, wird es nicht mehr lange dauern. Ich beeile mich, dass der da für euch hochgeladen wird. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen, Leute, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.